Bullseye. Rexy Meister? Nice. Das heißt, die Wand ist in der Wand Rama, glaube ich, ne? Das heißt. Gehen die schon in League 2 dann jetzt? Sven macht die Bude, hau sie wieder mit der Vorlage. Gehen die in League 2 oder gehen die in die Van Rama National League? alles gut, danke. Amen, die Jakoth, Tor Nummer 7. Schnecker, Vorlage Nummer 11 im 6. Spiel, Digga. Wenn das nicht nach neuem Vorlagerekord schreit, dann weiß ich auch nicht. Die 0 muss hinten stehen, Leute, ne? I'm just saying. In die League 2? Nice. Sehr, sehr nice. Sei ihnen gegönnt. Squadrone darf. Sven darf. Diesmal nur eine 2-5, ne? Ist ein bisschen bodenlos. Würde ich mich mal ein bisschen zusammenreißen, Daniel. Ah, das ist schon die 2-0. Ausinho. Come on! Also wieder 2-5. Komm, wir gehen nochmal auf die 2-0, oder? Guck mal, Daniel. War kurz die 3, da war kurz die 3-0 gestanden. Ich sag's doch, Elmo Hoti, dieser Mann von der Bank ist einfach different fucking level. Das Gegentor musste nicht sein. Bin ich ehrlich. Ja, da ist immer einer dabei. Ja, ne? Ich lasse das einfach mal im Raum stehen. Hau sie nur mit 3 Vorlagen. Ich kommentiere das mal nicht weiter. Frankfurt hat liegen lassen. Zwar nur ein Punkt gegen Leipzig, aber wir haben 2 Punkte Vorsprung. 6 Spiele, 6 Siege aktuell. Hausinho 8 Buden und 11 Vorlagen. 8 Buden und 11 Vorlagen. Eine Durchschnittsnote von 1,75. Was soll ich dazu sagen? Das schreit nach Weltfußballer. Das schreit nach Weltfußballer, dass es nicht mehr feierlich ist. Das Direction war, bitte mal schauen und auch Spiele, ich krieg's halt durch einen Luki immer mal mit Durchenhausen, ne? Weil der das immer mal verfolgt und dadurch krieg ich quasi meine Updates. Das ist wirklich, also die einzige Mannschaft, die ich wirklich aktiv verfolge, ist Hashtag United. Aber die sind jetzt auch Meister geworden. Gehen jetzt in die Ischmian Premier. Ist die 7., glaube ich. Prem, Championship, League 1, League 2, Van Rama, National, Ischmian Prem, glaube ich, ja. Müsste die 7. Liga sein. Das sind wieder U-Spiele. Daniel an einem Blatt wohne. Oh oh. Hausinho macht mal wieder ein Tor für Deutschland. Not bad, not bad. 33 Buden für. Ich könnte mal gucken, wer. Muss man bei Gelegenheit beim nächsten Ding gucken, wer denn aktuell Rekordschütze für Deutschland ist. Ich denke immer noch Müller. Aktuell. Ja, okay, Foga, was geht? Hallöchen. Der Benny ist er das? Gar nicht geguckt, ehrlich gesagt. Also hier Nempali? Der hier. Nempali, ja, stimmt. True. Why not, ne? Ne, Janis Schuld kommt weg. Der braucht Aufmerksamkeit. Da brauchen wir hier nicht. Wo ist er? Da ist er. Tschüss. Fahrt. Nach irgendwas müssen wir aussortieren, ne? Weil die laufen jetzt gefühlt jetzt schon wieder über. Ich meine, gut, jetzt so viele Refreshes sind es nicht mehr. Gut, es sind 8 oder 9 Spiele, haben sie bisher gemacht. Glaube ich. Wie geht's dir, Kifoga? Ist wieder gar nicht so einfach, irgendwen zu erwischen bei Länderspielpause, ne? Ja, da haben wir einen. Der Otto.
Aber, hey, aber wir haben uns hier erwischt. Sehr schön. Sehr, sehr nice. Wir machen Marathon, ganz klares Ding. Wir machen Veranstaltungen. Auch wenn die Jugendscouts irgendwie nichts mehr finden. Ja gut, das ist ja nicht unüblich nach so einer Meisterschaft, ne? War ja bei Hashtag United nicht anders. Gerade bei so Social Media kräftigen Vereinen, sage ich mal. International Nominations. Die beiden machen wieder Buden, sehr schön. Müssen dann halt auch einfach noch machen, wenn sie für die ersten spielen. Aber ne, der spielt auch für die Elfenbeinküstische. Aber das ist der noch in der Jugend bei uns? Der könnte noch in der Jugend sein, ne? Ja, der ist in der Jugend. Nice. Nice. Hat er schon einen Vertrag? Weiß ich nicht. Könnt man mal gucken. Das ist der neue Didier Drogba. Ich sag's euch. Ich sag es euch. Didier Drogba. Oder Gervin Dumbia. Wie wär's denn mit Dumbia? Nee, hat er noch nicht. Na gut, ist auch nur 7. Wobei der aber gut genug wird, ne? Der hat jetzt, bis der hochgeht, ist er Ende 60, ne? Also von der Stärke her. Ich gehe davon aus, der wird einen Vertrag bekommen. Der scheint gut genug zu werden. Yes. Hab ich, also hast du erzählt. Oh, sehr schön, sehr schön. Naja, ist doch schon mal gut, wenn das behoben wurde. Im Huti macht Buden. Der macht wirklich, der hat bald Hausine überholt. Aber gut, Elmo Huti, wie gesagt, der spielt halt schon mal. Hausine spielt OM für Deutschland. Das ist halt ein ausschlaggebender Faktor da, ne? Durchmarsch in die Prem in 3 Jahren auf nach Wrexham. Ich bin dabei. Oder, wenn Wrexham vielleicht ein bisschen stagniert, irgendwo, Hashtag quasi aufholt, und dann irgendwie in der League 2 oder in der, sagen wir mal, in der Championship oder so, wird dann Wrexham gegen Hashtag United haben. Dann fliege ich davon jetzt mit dem Luke mit Markus hin. Bin ich dabei. Hashtag United gegen Wrexham. Why not? Why the fuck not? So, gegen Köln. Was steht danach an? Chelsea und danach Leverkusen. Und dann Osnabrück im Pokal, I guess? Ja. Okay, also doppelte englische Woche. Das heißt, wir müssen ein bisschen drauf gucken. Das wird ein bisschen... Boah. Wenn du was kommt in Köln mit einer 8-15. Ich würde tatsächlich das Z mit aus, dann starten wir mal ausnahmsweise mit Squadrone und mit Helge. Lassen Reuter an zu Hause. Wobei, wir können auch einfach Lino mal mitnehmen, ne? Und gehen quasi ohne Ersatz ZM. Dann nehmen wir Schäferlein noch mit. Machen wir eine komplette Schonung? Nee, machen wir nicht. Der Plan ist, wir starten mit Gebhard Hausinho und wechseln Hausinho am Ende der Halbzeit. Das wäre jetzt mein Plan. Je nachdem, wie es läuft und so. Versuchen wir mal so. Einfach einige Spiele, einfach was mit der zweiten Garde starten, trotzdem noch mit der 965. Das ist schon wild. Gebhard macht sein Debüttor für in der Bundesliga zumindest. Dritte Minute, so muss das. Guck mal, ich hätte schon gerne ein Tor von Hausin oder eine Vorlage. Oder beides am besten. Bevor ich ihn runterpack. Smajic. Mit dem Ausgleich. Blasic. Guck mal, Leute, das ist nur Köln. Ne? Reißt euch zusammen. Come on. Führung vor der Halbzeit wäre schön gewesen. Ich
Bring Lienemann. Es darf Luca wieder in die Mitte. Der macht das immer mal, ne? Soll er spielen. Come on. Come on, Leute. Wo ist das Tor? Do it. Okay, perfekte Saison ist quasi abgehakt, alles klar. Invincible ist natürlich noch drin, aber die perfekte ist verspielt. Gegen Köln ein bisschen bitter, aber gut. Vidovic macht 3 Buden, Moukoko macht 2 und plötzlich machen die Druck auf Amendiakos und Hausine. Ich meine, man muss auch nur sagen, die sind beide von einem Team, ne? Frankfurt, das nächstbeste Torschütze, hat 3. Dortmund, das nächstbeste Torschütze, hat 3. Wir haben halt 8, 7 und dann ist der nächstbeste 3. I'm just saying. Und Hausin hat dazu noch 12 freaking Vorlagen. Und schon anders wild. Mir geht's heute ganz gut. Heute ein bisschen Late Night unterwegs. Aber ansonsten alles bestens. Freiburg läuft gut. Ich würde schon sagen, wir haben ja das Back-to-Back-Triple, das ist gar nicht geholt, ne? Leider. Letztes Jahr wäre fast die perfekte Saison gewesen, titelmäßig. Wobei die... Man muss echt sagen, das war eine scheiß Saison. Bis November nahezu perfekt und danach so viel liegen lassen, was echt frustrierend war. Nichtsdestotrotz haben wir 5 Trophäen geholt letztes Jahr. Das Einzige, was wir nicht geschafft haben, war die Champions League. So, gegen Chelsea gehen wir voll rein. Müssen wir, glaube ich. Das schaffen wir mit beiden und notfalls schon dann gegen Leverkusen, dann ist halt so. Ja, aber ansonsten läuft gut. Das Team nimmt langsam Form an. Also sollte Interesse bestehen, die Vogel, ne? Die Startelf-Spieler werden langsam mau, ne? Wir haben hier noch einen Zettel mit IFA und einen Torwart theoretisch. Wobei der Torwart ja eigentlich, ja gut, er ist verfügbar, ne? Eigentlich ist jetzt nicht geplant, dass er ewig bleibt, aber ich sag mal, wenn jetzt irgendwer unbedingt einen Torwart haben wollen würde, würde ich mir vielleicht überlegen. Es kommt halt irgendwie keiner nach, das ist so ein bisschen das Ding beim Torwart. Eigentlich hätte ich gerne einen anderen, aber auch irgendwie bekommen wir keinen. Vielleicht würd ich auf Aristoi switchen. Maybe. Gucken wir mal. Also gehen wir erstmal gegen Chelsea ran. Da reden wir jetzt von Änderungen für nächstes, übernächstes Jahr oder so wahrscheinlich. Oder halt vielleicht wirklich mal ein 9er oder ein 10er Tore-Talent. Aber da ist Mau. Da ist tatsächlich Mau. Gelbe Karte für Schneckerl und für Charlie Patino. Ich meine, der war bei uns, ja, aber ist er nicht mehr. Lautaro Martinez 1-0 für Chelsea. Come on. Puh. So langsam könnten wir dann aber mal ein Tor schießen, wa? 4 gelbe Karten für Chelsea. Come on, Ausgleich, sehr wichtig. Yes. Jermaine. Schaffen wir noch ein zweites? Schaffen wir 3 Punkte gegen Chelsea? Come on. Yes! 85. Amendiakos. So muss das. So und nicht anders. Yes. Auch 3 Punkte gegen Chelsea. Gegen Chelsea und gegen Barca Siege geholt. Nee. Und gegen Atalanta. Nevermind, das ist schon das dritte Spiel. Ha! Ganz Atalanta ganz vergessen. Atalanta spielt einfach völlig verdrängt. So, Stadion zweite Mannschaft. Mit 68.000, das erste hat einfach nur 63.000. Und das Stadion für die Jugendmannschaft ist in 4 Tagen einfach genauso groß wie das von der ersten. Sehr nice. Gefällt mir. So, was war das denn? So, Spielegespräche. Und das alles ohne Siegprämien bisher, ne? Just saying. Muss man nicht mal Siegprämien auslegen. Jugendmannschaft.
Mentorin für Lum Quintas. Ich könnte mir keinen deutscheren Namen vorstellen. Eugen Halili, auch das ist ein super deutscher Name. Sehr schön. So, jetzt werden wir wahrscheinlich ein bisschen schonen müssen, ne? Gut, wir haben Osnabrück. Theoretisch müssen wir auch gegen Osnabrück nicht voll rein, ne? Wir versuchen das mal wieder. Wir starten diesmal mit El Mochuti und Hausinho. Wobei, ne, diesmal starten wir mit Amendiakos. Diesmal starten wir so rum und wechseln dann wieder Amendiakos für Hausinho. Also die beiden wechseln dann quasi im Spiel durch. So der Plan. Gucken wir mal. Und das 1-0 Leverkusen? Mhm, Anton Stach. Okay. Okay. Wollen wir auch mal irgendwie Richtung Tor laufen? Vielleicht für einen Freund? Eieiei, was ist denn da schon wieder los? Was ist denn da schon wieder los? Aha. Aha, El Mochuti, Vorlage Hausin und Vorlage Nummer 13 im 8. Spiel. Oh, Pfosten El Mochuti, schade. Ich bin ehrlich, ich will hier noch 3 Punkte, ne? Also ein Punkt Minimum, aber ich will hier noch 3. Eigentlich. Wir kriegen das Ding nicht rein. Glanzparaden, Pfosten, Pfosten, Glanzparade. Eigentor. Nehmen wir mit. Ist mir egal. Come on. Das ist der Punkt. Frankfurt geht vorbei. Frechheit. Absolute Frechheit. Und Malin ist auch wieder dabei. Unter den quasi Top-Torschützen. So, jetzt gegen Osnabrück im Pokal. Na dann. Hab's die letzten Jahre immer wieder gesagt. Und bisher war es immer wieder genau so. Wir haben die erste Runde im Pokal überstanden und damit ist das Ding eigentlich schon durch. So, in 18 Tagen ist dann das Jugendschal offiziell größer als das der ersten Mannschaft. Sehr nice. Mal hier kurz gucken. Wir haben den Pokal die letzten 4 Jahre gewonnen. So, wir gehen mit der vollen zweiten Garde rein, ne? Volle zweite Garde heute. Im Pokal ist vielleicht ein bisschen risky, aber wie hat ein berühmter Philosoph immer gesagt? Ah, scheiß drauf, Digga. Ganz nach dem Motto. Geh mal rein. VfL Osnabrück. Shinga Gebhardt. Kein Ausgleich. Nee. Ausgleich brauchen wir nicht. Okay. Wir brauchen doch einen Ausgleich. Aha, verstehe. Haha. Ah. Ra ra ra. El Mochuti, El Joker.
Let's go. Vier-eins, Shinga Gebhardt mit dem Doppelpack. Und damit ist das GG, würde ich sagen, ne? Fünf-eins, El Mouhouti. 6-1 Shinga Gebhardt. Hoch. Hoch. Und 7-1 Shinga Gebhardt. Aus Versehen überfahren. Shinga Gebhardt mit 4 Buden. Aus Versehen komplett zerlegt. So, wer ist im Bundesligisten aus? Eintracht. Ist Bielefeld zurzeit den ersten? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, die sind abgestiegen. Doch. Eintracht und Bielefeld. Leverkusen. Schalke. Augsburg. Leipzig. Ist Pauli nicht auch aufgestiegen? Ne, die waren nur letzte Saison. Letzte Saison waren sie oben. Stuttgart nicht. 6 Bundesligisten raus. 3 in der ersten Runde, glaube ich. Also müssten jetzt noch 9 übrig sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, glaube ich. Hannover und Union sind, glaube ich, zweite. Bochum und Union. Ja, Düsseldorf auch. Ne, Düsseldorf dritte sogar. Ja, müsste passen. Gut, wen kriegen wir? Boah, weiß ich nicht. Ist mir egal. Todesfelde, Magdeburg, Heidenheim, Lautern, Luckenwalde. Luckenwalde hatten wir letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr im Pokal. Würde ich wieder nehmen. And I want your revenge. And I wanna be friends with Europa. Düsseldorf würde ich auch nehmen. Eigentlich nehme ich alles, ganz ehrlich. Wenn wir den Pokal gewinnen wollen, müssen wir sie alle besiegen, wa? Wobei ich natürlich kein Problem habe, gegen Mannschaften wie Bayern und Dortmund nicht erst ran zu müssen, ne? Luckenwalde, let's go. Dortmund, Hoffenheim. Dortmund, Hannover, Bayern, Hoffenheim, so rum. Eine Bundesliga-Duelle am Start, sehr schön. Schaltet euch gegenseitig aus, ja, finde ich gut. So, jetzt dürfen wir aber trotzdem gegen Gladbach. Ha, das ist ja geil. Neuer Cheftrainer beim BVB, Rafael Guerreiro. Das ist doch noch gar nicht so lange, dass der aufgehört hat, oder? Wo sind Doppel-R's? Hier. Guerreiro. So. Da. 38. Hat der Heldenstatus. Wann hat er aufgehört? 30.06.32. Letzte Saison aufgehört. Co-Trainer geworden. Wahrscheinlich Wahlposten am Karriere in dem Vertrag schon. Und jetzt ist er Cheftrainer. Ach du Kacke. Na, Respekt an der Stelle. Letztes Jahr noch Spieler. Und jetzt ist er Trainer. Ich bin gleich mal noch ganz kurz ins Trainerkarussell spitzen, ob das der einzige Change ist an Trainern zurzeit. Aber. Und wir können mal gucken, ob das überhaupt drinsteht, weil das ja Co-Trainer war. Ich weiß gar nicht, ob das in einem Trainerkarussell aufgeführt wird, tatsächlich, wenn er Co-Trainer bekommen hat. Also wenn es kein komplett neuer Mitarbeiter ist, quasi. Ich hoffe, ich denke da gleich dran. Wahrscheinlich werde ich es vergessen haben wieder, bis ich die Spielergespräche und so alles gemacht habe. Stehe ich dann gleich wieder da und denke mir, okay, was wollten wir gucken? Nicht, als wäre mir das jemals passiert. Ich weiß nicht, wie alt ist denn jetzt aktuell? Also in real life? So, wir gucken. Danke, Daniel, danke. Doch, steht dabei. Frank Baumann ist Trainer bei Augsburg. Ansonsten, wer steht tief in der Krise? In der Krise? Wolfsburg, Gladbach, Leipzig. Gladbach mal wieder, ne? Ist Mourinho, I'm just saying. Mourinho? Tuchel ist zu haben. Wer ist denn jetzt Trainer vom AC Mailand, ist die Frage. Simone Gregori. Inzaghi immer noch bei Inter.
Mike Büskens bei Udine. Oha, was ist mit Napoli los auf 13? Mal gut, wir sind nur 10 Spiele drin, aber trotzdem. Napoli auf 13 ist schon krass. Gucken wir mal, was da noch passiert. Ob Leipzig, Gladbach oder Hannover Coaches abgeben. Wenn wir mal kurz die Tabelle angucken. Ja, Leipzig, oh, ist gut möglich. Auch Gladbach nicht so gut, sind das gerade im Upwards-Trend. Aber Leipzig? Kann nicht mehr lange dauern, wenn das so weitergeht. Wenn wir jetzt Gladbach natürlich jetzt noch runterschießen, weiß auch nicht, wie es bei The Special One aussieht, ne? Sven. Krass. Ja, da gehen schon noch 10 Jährchen, wa? Also Maruyama, Ex-Leipzig-Stürmer. Demirovic und Maruyama in einem Team ist echt nicht gut. Also für die Gegner. Und in dem Fall bin es ich. Das gefällt mir nicht. Come on. Komm, Leute. Mindestens ein Punkt. Mindestens ein Punkt, bitte. So viel dazu. War? Anschluss der Verleutern. Come on. Come on, da geht noch was. Come on. Come on, come on, come on, come on. Ja, Invincible Season ist damit auch durch. Sehr schön. Also nicht schön, aber, ne? Ja. Haben wir José Mourinho vielleicht den Job gerettet, wa? Leipzig gewinnt gegen Mainz, also auch das schon mal positiv. Hannover verliert gegen Hoffenheim. Bei Hannover wird es nicht besser, Stand jetzt. Ausino und Amadiak so gut angefangen und jetzt hängen wir ein bisschen durch, ne? Bin ich ehrlich. Also zumindest in der Liga. Mokoko Spiel des Monats. Mal gucken, ob es in der Champions League genauso weitergeht. Okay. Alter. 10-0 gegen Fortuna. Und Moritz Lange macht 7 Buden. Der hat in 15 Spielen 25 Tore. Wie kann denn eine Durchschnittsnote von 2,27 haben dabei? Alter. Nee, das ist mir zu krass. Das ist mir zu krass. Boah. Elfmeterverschuldung? Ja, aber anscheinend alle. 2,27 ist schon. Oh! Wir haben uns gar nicht angemeldet dieses Jahr, glaube ich. Doch, haben wir ganz am Anfang, glaube ich. Als wir geguckt haben, ob wir das Amateurstadion anmelden können. Benfica, Gastgeber der Kampion des Ligas Euroleague. Dieses Jahr in der Allianz Arena. Nächstes Jahr in Genk. Das wäre jetzt theoretisch im neuen Stadion schon gewesen. Weil bis zum Ende der Saison ist das neue Stadion fertig. Nee, Quatsch, Lüge, die Auslösung letztes Jahr war ja auch schon fürs neue Stadion, theoretisch. Stadion, zweite Mannschaft, 69.000. Ich lob's aber auch. Was, 7 Buden, wann ist der nächste? 15.3., uff. Was, ja, der nächstes Jahr, also, naja. Ja, ich war, ja, die Aussage war nicht sonderlich. Ja, natürlich ist, naja, egal. Chelsea und danach Bayern. Das ist ja super. Das ist ja Premium ist das. Danach Leipzig und danach Barcelona. Eieiei, das könnte ja gar nicht besser werden. Alles klar, Daniel. Danke dir fürs Vorbeischauen. Danke fürs Teilnehmen. Habt eine gute Nacht und
Bis zum nächsten Mal. Schlaf gut. Wir hoffen, dass wir uns jetzt gegen Chelsea wieder in eine gute Form anschießen. Let's go. Stamford Bridge. Entschuldigung, das Audi-Stadion. Tut mir leid. Luca. Maschine. Glanzparal Charabi, sehr schön hinten dicht halten. So gefällt mir das Roundback mit der gelben. Ist aber okay. Nehmen wir runter? Ja, doch, nehmen wir runter. Bringen wir Stange. Der hat vielleicht ein bisschen angeknackste Form, weil wegen dem Eigentor gegen Gladbach, ne? Vielleicht kann das ein bisschen wieder gut machen. Come on. Können wir ein zweites machen vielleicht? Wir, nicht Chelsea. Wir. Freiburg. Zweites Tor, bitte. Nee. Bleibt dabei, aber wir gehen wieder gegen Chelsea. Und damit sind wir durch. Atalanta und Barca nur 2 Punkte. Krass. Absolut wild. Wäre fast verlockt, Atalanta einen Punkt abzugeben, damit die potenziell vor Barca stehen, weil bisher haben die Punkte nur gegenseitig gemacht und gegen Chelsea und uns haben beide alles verloren, ne? Aber Atalanta so ein Pünktchen gegeben. Hier, bitteschön. So. Ich warte immer noch, dass da mal wieder was kommt, ne? Ganz ehrlich. Also die letzten 3 Jahre haben sie gefühlt keinen einzigen Spiel angebracht, ne? Da schon eher noch die Jugendcamps, wobei auch da natürlich nicht so viel bei rumkommt. Dafür, dass wir so viele Jugendcamps haben, ne? You're an enemy. You're an enemy. Immer noch irgendwie buggy. Ich glaube, wir haben den Mitarbeiterstab irgendwie ein bisschen zerstört, tatsächlich. Okay, wir haben Länderspielpause bis zu Leipzig. Wir können gegen die Bayern vorreingehen. Machen wir auch. Komm. Wir legen 10er, das ist erstmal eine Siegprämie, die wir legen 10er auf den Tisch. Einfach nur ein bisschen als Ansporn. Ist Reuter eine Spielmacher? Yes. Gut. Come on! Mit genau 1000 gehen wir rein. Let's do it. Luca, auch erstes Ligator. Armin Diakos mit der Vorlage, come on. Direkt nachlegen und dann haben wir sie doch in der Tasche, oder? Direkt nachlegen schaffen wir nicht. Geht mit dem 1-0 in die Halbzeit. Keiner mit einer Meganote, tatsächlich. Noch ein bisschen shaky unterwegs zurzeit. 2-0 ist gut. Luca mit dem Doppelpack. Der sei ihm gegönnt. Ich hoffe, noch ein drittes oder so. Also sehen wir mit Jakobs ein bisschen Durststrecke jetzt, ne? Dafür, dass sie so krass angefangen haben, haben sie auch gut nachgelassen. Erfolgreichster Aufsteiger. Wer ist denn jetzt dieses Jahr? Ist das 32, 33 Bielefeld? Ja. Bielefeld auf Platz 4 mit 11 Punkten. Sind bei den Verstärkungen Spieler von mir dabei. Kaya. Ist aber nur geliehen, ne? Yes. Ansonsten. Martino, nun guter Griff bei Köln. Tatsächlich. Fredas bei Bielefeld, Mitläufer Hüster und Scherz sind natürlich beide von uns. Ja, das war's, was wir in der Bundesliga abgegeben haben. Wo steht denn Leipzig? Auf der 14.
Gladbach ist auf die 9 geklettert, immerhin Hannover auf der 12. Also Leipzig und Hannover werden noch ein bisschen mit einem potenziellen Trainerwechsel liebäugeln, so wie das läuft aktuell. Welchen Club, den ich geholt habe? Ne, gestern tatsächlich nicht. Ich hatte zwar die Tage den Stream auch mal laufen, aber gestern tatsächlich nicht. War gestern die ganze Zeit im Clubberer. Boah, was hat denn eine... Also der Einzige, der mir tatsächlich anfällt, ist Matenja, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, ich bin auch aktuelle Karte überhaupt nicht am Laufen, muss man auch dazu sagen. Aber der Einzige, der mir jetzt auf Anhieb einfällt, ist Matenja. Boah, Entschuldigung. Holy Sterre, wird eingeschaltet. Wieso ist denn Gas hier noch? Haben wir den verkauft oder verliehen? Haben wir verkauft tatsächlich. Ach, zu Heidenheim schon. Krass. 2.7 noch nicht da. Ah, stimmt, du bist... Ja, sorry. Boah. Ist ja noch schlimmer. Oh Gott. War Pinola damals schon beim Club? Javi Pinola? Wobei, damals könnte es auch einfach Marek Mintal gewesen sein, oder? 2.7? Dürfte doch Mintal noch da gewesen sein. Aber gefühlt ist also wirklich so sehr, wie es jetzt nach meiner Zeit ist, ist gefühlt 2.7 schon wieder fast vor meiner Zeit. Wild, I know, wild. Wobei, nee, eigentlich 2.7, das waren so, ich sag mal, die Anfänge? 2.7, wie alt war ich da? 13. Ich glaube, da habe ich so angefangen, quasi. Wie gesagt, mein anderer Gast wäre jetzt Marek Mintal. Sind jetzt die zwei, die mir auf Anhieb einfallen. Also wenn Mintal damals noch da war. Mintal könnte ja auch gerade so aufgehört haben. Ja, aber ich glaube, der müsste noch da gewesen sein. Reuter macht 2 Buden und Helge Schneider und Armin Diakos natürlich. Natürlich macht Armin Diakos ein Tor. Cohen war später. Stark war später. Knoche war später. Ich glaube, alle, die mir einfallen, werden später wahrscheinlich. Also ich vermute mal, wenn du so fragst, werde ich ihn kennen, aber die mir jetzt auf Anhieb einfallen, sind glaube ich alle später als 2.7. Okay, war im Hintergrund, alles klar. Wie viele Spiele hat er denn auf dem Buckel? Also, wenn du sagst, noch nicht so treffend. Hat er schon getroffen? Und wenn nicht, wie viele Spiele hat er denn bisher gemacht? Oder Minuten gespielt oder wie auch immer. Ist die zweite schon wieder durch? Also, die Jungs schon wieder durch? Ich hab das nicht ausgemistet, ne? Haben die schon wieder 13 Spiele? Yes. Auf 2 und 1. Vom 6 Punkte Vorsprung. Let's go. Sehr schön. Leipzig, Barca, Frankfurt. Oha, dann 60, Mainz, Bergamo, Bielefeld. Puh. Der Winter zieht wieder an, wa? Und nicht nur von der Temperatur her. Nampalis, Mandy. Aber wir könnten mal wieder renovieren. Holy shit. Könnten wir mal gewaltig renovieren. Wenn wir schon 2 freie Slots permanent haben, könnte ich die vielleicht auch nutzen, wa? Nambalis Mendy macht ein Tor für Senegal. Also für die U-Nationalmannschaft des Senegal. Einmal nur da dreifach im Carling Cup. Ich glaube, Ligator bei 10 Spielen. Ja. Da geht auf jeden Fall noch was. Aber gut, wenn er eher als Joker, beziehungsweise halt eher jetzt nicht als Stammspieler gedacht ist, kann man ihm das ja vielleicht noch nachsehen. Im Hut, die macht die 30 voll. Bester Torschütze ist Müller mit 52. 52. Hausinho sitzt auf 34, ne? Im Hut auf 30. Also die kommen. Für Müller.
Amidakis 35 Buden in 45 Spielen ist auch krass, ne? Crazy. Jarabi ist wieder fit. Sehr schön. Bin ich sehr dankbar darüber. Ist nicht unbedingt ein Spieler, den ich gerne ersetze. Schöner Arsch-Stammspieler, generell starke Neuzugänge tun sich aber allgemein sehr schwer. Okay, hat das einen Grund? Oder also einen Grund, den man ausfindig machen kann? Den man pinpointen kann, oder? Na gut, ich meine, wenn man wüsste, woran es liegt, könnte man das vielleicht auch beheben, das Problem, wa? Will Nishaw. Vielleicht noch nicht. Ja. Ja gut, ich meine, das kann natürlich sein, grundsätzlich, wenn die Mannschaft grundsätzlich nicht eingespielt ist, dass dann auch neue Spieler sich schwer tun, ne? Ich glaube, von daher ist es schon. Ich glaube, es ist schon immer praktisch. Ich zum Beispiel rotiere auch ungern viel. Also ich habe wirklich gerne einen Kern und mache dann nur einzelne Wechsel in Positionen. Was dann vielleicht auch für die Spieler ein bisschen einfacher ist, wenn man nicht in den wilden Haufen schon reinkommt, auch noch als Neuer. So, keine Ahnung, man hat eine Mannschaft, eine bestehende. Das ist natürlich wieder so ein Ding, geht der Manager so deep in Sachen Vereinsphilosophie oder keine Ahnung. Aber grundsätzlich, realistisch betrachtet, ist es wahrscheinlich einfacher, in ein Team reinzukommen, das eine Einheit ist, als in den wilden Haufen, jetzt mal ganz pauschal gesagt. Nkunku muss auch schon uralt sein. Was spielt denn überhaupt noch? Ausgleich. Luca. Sag mal, was ist denn mit Luca los? Wo kommen denn die Buden schon wieder her? Ist Luca am Lurken, oder was? Dos. Amendiakos. Wobei natürlich auch bei einer eingespielten Einheit wieder der Faktor ist, dass je nachdem, wie sehr das eine Einheit ist, natürlich auch andersrum sein kann und schwierig sein kann, da irgendwie reinzukommen, als Außenseiter in so ein eingeschweißtes Team, ne? Kann natürlich andersrum genauso funktionieren. Let's go. Reuter an Vorderhausin. Vorderhausin Nummer 15, wollte ich nochmal sagen. 15, Digga. Come on. Nee, nicht so. Wo kommt denn Nkunku her? Amendiakos, so muss das. Schäferlein. Vorlage Jermaine von der anderen Seite. Also, von der anderen Flanke. Oh, Guardiol fällt aus. Das war schade, Kappa. 5-3, wildes Ding. Unrealistisches Spiel war aber 3-1 gegen Charlton hinten. In Unterzahlkeeper verletzt, keine Ersatzkeeper, 3 Feldspieler rein, noch 4-3. Ja, ich hatte es letzte Saison tatsächlich. Wir hatten bis Spieltag, weiß ich nicht, 16 oder so, waren wir ungeschlagen. In der Hoffnung vielleicht, die Invincible Season zu schaffen. Aus dem Nichts gegen Hannover liegen in der 60. 6 oder 7-1 hinten. Aus dem Nichts. Wir waren ungeschlagen. Haben in der Champions League, glaube ich, alle Spiele gewonnen. Haben in der Liga nur 2 Unentschieden gespielt. Die restlichen Spiele alle gewonnen. Und dann gegen Hannover 6 oder 7-1 hinten. Wir haben dann noch 2-3 Buden gemacht, aber halt verloren. 2 Spiele danach gewinnen wir gegen Schalke 7-0. Wobei wir nach dem 3-0 eine rote Karte kassiert haben und in Unterzahl waren und dann immer noch 4 Buden gegen Schalke gemacht haben. Das sind also die. Verstehe ich dann einfach nicht. Wir liegen gegen Hannover, eine Mannschaft aus dem Mittelfeld, 7-1 hinten aus dem Nichts, ohne irgendwie erklärlichen Grund. Und dann schießen wir gegen Schalke 4 Tore in Unterzahl.
35 ist ein Nkunku. Wir gehen wieder auf die 1. Let's go. Eintracht lässt gegen Augsburg liegen. Boah, Mellen, 11 Buden ist auch schon. Der ist auch krass unterwegs. Der ist auch krass unterwegs. Da, 7-0 Leerstunde für Schalke. Ich sag's noch gerade. Wer war das denn jetzt? Wer war das denn jetzt? Warte. Das will ich. Wo? Ne, erste. Hier, Bundesliga. Gegen Hoffenheim. Ja gut, dreimal Mellen, dreimal Rutter. Eieiei. Letztes Jahr hätte ich gerne. Ergebnisse letzter Spieltag. Nee, nicht letzter Spieltag. Letztes Jahr hätte ich gerne. Ist er vielleicht sogar bei den Rekorden dabei? Eins der beiden Spiele? 7-0 gegen Stuttgart. 6-0 gegen Augsburg auswärts. Ja gut, dann ist das gegen Schalke auch da zu Hause gewesen, weil das war auch ein 7-0, glaube ich. Ja doch, das war ein Heimspiel, ja. Höchste Heimniederlage. Ja gut, da 0-5. Ich glaube, wie gesagt, ich glaube, das Hannover war entweder ein 3-6 oder ein 3-7. Ich glaube, wir haben 3 Tore hatten wir gemacht. Aber trotzdem verloren. Aber wirklich einfach 60 Minuten, einfach 6 Tore kassiert haben oder 7. Das ist einfach eins nach dem anderen reingefallen. Bam, 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 bam. Und ich, keine Ahnung warum. Wir hatten alle 11 Spieler auf dem Platz. So. Ich habe keinen ersichtlichen Grund, dass wir da so krass auf die Schnauze bekommen haben, aber irgendwie haben wir halt voll auf die Schnauze bekommen. Cornelius Dielmas drängt sich auf das Spiel doch in der zweiten, oder? Yes, was soll er machen? Du bist also das 18, kleine Mann. Du brauchst schon noch ein bisschen für die erste Mannschaft. Wahrscheinlich zumindest. Achso, das ist der andere, das ist der Linksverteidiger. Ich dachte schon, aber Integrationsprobleme. Aber das ist der Linksverteidiger. So, dann haben wir die Renovierung auch gleich wieder durch. Die gehen ja zum Glück recht fix. Muss halt nur mal irgendjemand dran denken, ne? Okay, ein paar neue Spieler haben wir bekommen. Ich weiß gar nicht woher, weil, ne, Ligaspiel haben sie keins mehr. Okay. Wir gehen voll rein. Scheiß drauf, Digga. Ja. Abfahrt. Come on. Hinspiel 3-0 gewonnen. Pausinho. Ja. Einfach zurücklehnen und genießen, würde ich mal sagen, wa? Das ist Barcelona, ne? Das ist Barcelona, wollte ich nur mal gesagt haben. Pfosten, ja, das seid ihr, Digga. Ihr seid Pfosten, Alejandro Balde. Super Linksverteidiger. Haben sie mir angeboten vor 2 Jahren. Ich weiß gar nicht, warum. Für 85 Mio oder so. Also ich meine, würden wir Spieler kaufen und so, wäre das vielleicht einer, der tatsächlich auf der Liste stünde, weil der ist echt saustark, aber ne? Community safe und so. Let's go. Amen, die Jakos. Wenn Xavi jetzt auch noch ausfällt, ist das natürlich super bitter. Also Barcelona ist jetzt safe in der Euroleague, glaube ich. Da hilft ihnen jetzt auch kein Tor mehr. Pablo Torre. Glanzparade. Tenjas. Hätte noch fast noch eins gemacht, wa? Sündes Mosebandriss bei Dembele. Na gut, das ist verletzungsanfällig, ne? Das ist halt das Risiko eines Usman Dembele. In der Gruppe 5 Siege aus 5 Spielen ist schon wild. Barca und Atalanta beide auf 2 Punkten. Tja, wenn ich jetzt gegen Atalanta aufgebe, ne? Ist Barca komplett raus. Wollt ihr nur in den Raum geworfen haben, ne? Ich könnte.
Ich könnte, wenn ich wollte. Ich könnte einfach Barcelona das Megabein stellen. So, sehr schön. Dann haben wir die Renovations auch wieder durch. Haben wir das auch geschafft. Nice, nice. Vereinsgelände. Also so ein krasses Vereinsgelände werde ich, glaube ich, wahrscheinlich in keinem Safe mehr haben. Wirklich nicht. Außer wir machen vielleicht mal einen Safe mit, weiß ich nicht, mit so einem Real Madrid oder sowas. Aber ich denke halt, dann wird der Safe nicht lang genug gehen. Das ist halt das andere. Oder halt dann, wenn, dann im nächsten Community Safe. Der geht halt lang genug, ne? Und da ist halt, für was soll ich das Geld ausgeben, außer Infrastruktur, wenn wir keine Spieler kaufen, ne? Zumal am Anfang liegt der Fokus auf der Infrastruktur, also da will ich es quasi in Infrastruktur stecken, um die Jugendarbeit zu verbessern. Und spätestens wenn da dann das Geld investiert ist, kann ich es nur noch in den Rest der Infrastruktur stecken, weil oder halt in die Verträge der Spieler logischerweise. Und alles andere dann keinen Sinn mehr macht. So, boah, Amidako ist aber gut in Form. Ich bin unter der Woche gegen 60. Dann starten wir lieber Moutinho. Moutinho. Ich spiele auch mal Hornberger anstatt Otto. Dann darf Otto mal zu Hause bleiben. Mach das mit Rautenberger und Selzer so. Und Reuterhahn und Schneider, sowohl wie Lienemann und Lukas fit. Und dann wechseln wir wieder Hausinho Aminiakus. So der Plan. Erste Minute ganz parat. Direkt mal Keeper testen. Gefällt mir. Ja, super. Unser Keeper wurde auch erfolgreich getestet. Sag mal! Wo ist das? Aha. Oh! Der Daniel hat gebootet. Komm, Ausgleich vor der Halbzeit. Please. Nicht ganz. Keine super Note. Hausinho mit 79 ist gerade noch okay. War jetzt nochmal 10 Minuten Druck. Dann bringt man Armin Diakos von der Bank. Come on. Klar sind wir jetzt offensiv rein, ne? Aber boah, wir haben trotzdem die deutlich stärkere Mannschaft. Auch dann erwarte ich mehr gegen Frankfurt bisher. Bin ich ehrlich. Jawoll! Come on! Im Punkt nehmen wir mit. Auch wieder ein bisschen nervig diese Saison, ne, mitunter. Hier Mainz 6-0 gegen 60. Holy shit. Burkhardt, Bayo und Kilian. Der Innenverteidiger mit 2 Buden each. So krass gestartet. Armin Diakos und Hausinho, ne? So krass gestartet. Die letzten 4-5 Spiele echt ein bisschen Flaute. Auch wenn das vielleicht ein bisschen jammern auf hohem Niveau ist, ne? Ist mir schon bewusst. Spieler des Monats geht nichtsdestotrotz an Armin Diakos Sundogiannis. Und wir sind circa 3 Wochen entfernt von der Weltfußballerwahl. Können wir Back-to-Back Weltfußballer stellen? Das ist die Frage. Haben wir noch nicht geschafft. Also nicht mal als Verein, ne? Allgemein, es hat keiner unserer Spieler bisher 2 Weltfußballertitel geholt. Liegt vielleicht dann schon daran, ne? Wir gehen voll rein.
Ein Schonacher gegen Mainz. Wir machen das. Wir machen das. Gegen den letzten. Also entweder wir kommen jetzt auf den Sack oder das Ding wird zweistellig. Und ich glaube, da gibt es nichts dazwischen. Rautenberg, Hausino Torvorlage Nummer 16. Muss ich gleich mal gucken, was der Rekord ist. Das riecht nämlich nach Torvorlagenrekord von Hausino diese Saison. Glanzparade. Tom Kretschmar. Spielt denn nicht Handball? Ein gutes Torwart, ne? Also. Sag mal. Was soll denn das? Was soll denn das? Okay, so wird das nicht zweistellig. So wird das nicht zweistellig. Ich hätte schon gerne noch ein paar Buden. So zwei, drei. Wäre schon geil. Ausinho. So Nummer 9. Die haben so krass gestartet, die beiden. Amendakus und Ausinho. Und jetzt haben wir so ein bisschen Durchhänger. Das ist ja schon mal ein vielversprechender Start von der Story. Ich habe eine Story, die man nicht unbedingt verstehen muss. Okay, na dann hau raus. Da bin ich mal gespannt. Sehr vielversprechender Start. Luca geht auf die 5. Erfahrungsstufe 5. Let's go. Man geht nach Hausin auf die 6. Boah, dauert schon noch. Aber Hälfte hat er, ne? Erfahrungsstufe 6 ist schon krass. Gefühlt habe ich das noch nicht gesehen, ne? Also Hausino wird auf jeden Fall die Erfahrungsstufe 6 erreichen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal bei irgendwem gelesen habe. Bin ich mir echt nicht sicher. So meistens so die 4 ja schon gefühlt das Ende. Selbst 5 ist eigentlich schon fast selten. Oder ich hab nie drauf geachtet oder hab's einfach nie gelesen. Spielergespräche.